So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike. Wie ihr seht, ich habe auch einen etwas Advance Wars lastigeren Hintergrund für diese Aufnahme mal gefunden, damit ich nicht ständig mit dem Pokémon-Hintergrund hier bin und dabei ein komplett anderes Spiel aufnehme. Also, wir machen weiter mit Mission 8 Tag Battle. Und ja, das letzte Mal war ja noch dieses Geheimnisvolle, weil hier ja zwei Kurs als Gegner angezeigt werden. Was es damit auf sich hat, seht ihr jetzt gleich. We've come a long way. Are you sure the enemy is set up in this area? Probably. Recent troop movement intel points to this location. The fighting is getting fierce too. Black Hole is all up in our business. Who knows what they're up to? No kidding, there's no telling what they'll do when they're back into a corner. Chaga, let's go shock those losers with our new game plan. New strategy analyzed and understood. New weapon system deploying. Pipe runner online. Enemy defeat imminent. It's time for a tech battle. So, ihr seht hier oben schon, wir haben hier einen Kurs gegen zwei Kurs und beide Kurs sind vor allem in einer Armee. Was es damit genau auf sich hat, seht ihr jetzt dann gleich noch. Wir haben zwei neue Kurs mehr oder weniger dazu gekriegt, die kennen wir ja schon, Colin und Sascha. Diese Mission werde ich mit Colin spielen, weil es mit ihm am einfachsten geht. So. Dann können wir ja auch gleich anfangen. Mission 8, Tech Battle. Hey, is this a deployment map? That means I can handle this. Enemy unit ahead, it's a new Black Hole weapon. I see it, it's sitting on one of Black Hole's infamous pipes. They're impervious to any type of attack. This weapon is new to me too. Rachel, that's gotta be an indirect combat unit. How can you tell? Check out the size and angle of the barrel. I bet the thing can rain some hot death. I see what you're saying. In that case, we should get next to it and pound away. It may be big, but there's only one of them. It'll blow up like anything else. Jo, das ist eine neue Waffe, der sogenannte Pipe Runner. Und ja, der hat eine Reichweite von 2 bis 5 Feldern, trifft sowohl Land- als auch Flugeinheiten. Das macht ihn meiner Meinung nach so gefährlich. Der da kann sich allerdings nur auf zwei Geländearten fortbewegen, nämlich auf Pipelines und auf Fabriken. Denn er muss ja auf Fabriken gebaut werden. Folglich kann er sich auch auf Fabriken fortbewegen. So, da ist gerade der Chugga dran. Und der bleibt doch im Spiel, wie es aussieht. Black Hole is totally shaming something. I only see one army, but there are two Coles. What's up with that? Who knows? Just stay on toes. They may be evil, but they're not stupid. Word. Wir brauchen Panzer und mehr Infanterie. Tech battles are our latest tactical innovation, and it's super it's pure genius. What we do is change course in mid-battle to adapt any condition to on the field. When the time's right, we can use our tech power and attack on the same day. What that means is that once one co is done, the other co can issue orders. Do you understand the genius at work here? Do you? If you and I were more compatible, our attack would be even stronger, but twice the pain equals twice the terror. That's Black Hole math. Prepare to get there. Jupp, das ist mehr oder weniger das, was man mit zwei Kos alles anrichten kann. Denn
Naja, das gibt nämlich hier in diesem Spiel eine neue Art der Gabe. Die nennt sich, die Tag Power. Ich nenne sie jetzt mal beim englischen Namen, weil sie in der... im deutschen Namen... Der deutsche Name ist einfach einfallslos und dämlich. Mit einer Tag Power aktivieren beide Kos ihre Spezialgabe. Das müssen auch bei beiden Kos die Spezialgabe aufgeladen sein, damit die aktiviert werden kann. Wenn das der Fall ist, dann ist der erste Ko, der dran ist, also dann kommt erstmal der erste Ko, der gerade dran ist, und schmeißt seine Spezialgabe rein, bewegt alle seine Truppen, und danach kommt der andere Ko, kriegt alle Einheiten wieder voll einsatzbereit, wie bei Eagles Spezialgabe, und darf mit seiner eigenen Spezialgabe nochmal draufhauen. Es ist eine ziemlich verheerende Gabe. Verheerend, weil der Gegner fast nichts dagegen machen kann, weil die Gegner zwei Züge haben, in denen beide Spezialgaben laufen. Und zusätzlich, wenn man mit zwei Kos spielt, können die jederzeit am Ende ihres Zuges den Ko auswechseln, um einfach die Boni von dem Ko, die sie gerade brauchen, nutzen zu können. So, damit ist erstmal der Pipe Runner weg. No, 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 they blew it up! And Pipe Runners are such a pain to make too! Not a problem, Pipe Runners can now be built on factories. We have tech powers and an advantage, victory is certain. It still bumps me, but whatever. All we have to do is get not get overrun or let them capture our headquarters. Brauche hier einen APC. So, und jetzt muss ich an allen drei Fronten ein paar Panzer mal hinschicken, damit ich dort in aller Ruhe das einnehmen kann, was ich will. So, und jetzt ist Lash da an der Reihe. Hier schon mal direkt angreifen. Und falls es euch aufgefallen ist, wir dürfen ab dieser Mission auch alles bauen, was wir wollen. Denn hier in der ganzen Liste von den Einheiten haben wir jetzt alles zur Verfügung, was wir haben wollen. Und so. Erstmal baue ich noch ein paar Tanks. Die braucht man immer. Hm, das war jetzt klar. Oh, das finde ich jetzt gut, dass der Jugger da wieder reinkommt. Dann tue ich mich nämlich leichter, den von der Stadt darunter zu kriegen. Gabe. Die spare ich mir aber für nächste Runde auf, damit ich die richtig reinhauen kann.
Da will der Chugger mit seinem Glück ankommen, das er gerade nicht hat. Oh, jetzt hat er Glück. Und da hat er das anscheinend jetzt auch. Und da kommt Cut wieder ins Feld. So. Einmal Gold Rush bitte. So, jetzt haben wir 32.000. With that airport we just captured, we can now build air units. It's also a place where B-Carters and Bombers can repair and refuel. Capturing this airport puts us a lot closer to victory. Let's keep on rolling. So, done. Einen Neo-Tank. Ja, die gibt's auch wieder. Surprise, surprise. Dann... Da hinten die Mechanheit würde ich zwar gerne angreifen, aber da steht eine Artillerie, die die covert. Artillerie, die kann man doch gleich mal ein bisschen anhauen. Schnapp ich mir hier schon mal die Map Control. Ihre Tech Power ist zum Glück noch nicht aufgeladen. Sie haben zwar beide schon eine Gabe voll, aber die setzen sie nicht ein. Jetzt weh. Oh, da musste ich jetzt gerade niesen. So, da kommt Chugger wieder ins Feld. Vielleicht kriege ich noch eine Gabe rausgehauen, bevor ich mir jetzt einen Bomber kaufe. Wieder von der Seite. Hauen wir hier noch den Speer ein bisschen an. Genau das wollte ich. Dass wir hier nochmal schöne Gabel reinzimmern können. Mit 29.000. Gibt es hier nochmal einen kleinen Gold Rush. Und dann können wir hier jetzt ganz in Ruhe einen Bomber und einen weiteren Neo-Tank bauen und hätten immer noch 8.000 übrig. So, und damit beende ich erstmal meinen Zug. Echt mit Infanterie noch schrotten. Und schafft sogar noch fast. Also der hilft jetzt auch mit der Artillerie nach. Chugger ist mit seiner Super fast voll. Aber selbst wenn die jetzt noch eine Tech raushauen, das bringt ihnen auch nimmer so viel. Dann seht ihr wenigstens mal eine Tech Power. Ist auch gut.
können wir jetzt hier erstmal schön mit den Titanpanzern antanzen. Es war jetzt irgendwo klar, dass das nicht mehr reicht. Die möchte ich hier trotzdem mal zusammen joinen. Können. So, ihr seht jetzt hier oben, die haben jetzt beide ihre Super Co-Power voll. Das bedeutet, dass sie jetzt eine Tech Power aktivieren können. Und das machen die jetzt auch. Zum Glück allerdings mit Lash als Lead, weil ich mag es nicht, wenn die hinten drauf kommt. Angreift. So, jetzt wechseln sie die Kurs aus. Und jetzt darf Chugger nochmal. Mit seiner Super. Da hatte er aber erstmal ordentlich Pech. Ja, hat er jetzt allerdings weniger. Auch meine Tech Power gesehen. Der Nachteil an der Tech Power ist natürlich, dass es eine halbe Ewigkeit braucht, das Ganze aufzuladen. So. Weil schließlich muss man zwei Super Core Powers aufladen. Gut, der Code, der an der zweiten Stelle ist, der charge zum Teil mit. Also. Es ist ja nicht so, dass wenn der eine Co, der gerade inaktiv ist, dass der überhaupt keine Power gerade auflädt. Es ist eher so, dass derjenige, der an der zweiten Stelle ist, ziemlich genau die Hälfte von dem auflädt, was der normale Co kriegt. Das heißt, in der Zeit, wo der erste Co zwei Sterne auflädt, hat der zweite Co schon einen Stern. Haben mich aber lediglich zurückgedrängt. Und komm. Ach. Ich kaufe jetzt nichts mehr. Eine Super kriege ich zwar auch nochmal zusammen. Aber das, was ich da im Feld stehen habe, das reicht, um zu gewinnen. Überlebt er zwar mit einer Mecheinheit, aber egal. Den kann ich eben die Fabrik blockieren. Ups. Und hier kann ich eben die andere Fabrik mit einer Artillerie belagern. Da kommt Chugger nochmal ins Feld.
glaube, es ist kein großes Geheimnis mehr, dass ich das jetzt gewonnen habe. So. Stick a fork in them and crank the music, cause they're done. So that was a tech battle. It seemed odd at first, but it has its advantages. It seems worth studying. I agree. This is no time for us to worry about appearance either. Let's steal every technique and weapon Black Hole comes up with. You may look all prim and proper, but you can get low down and dirty, Sasha. They built their empire with our materials. We're merely taking back what's ours. Let's analyze the battle data so we can use tech tactics in our next fight. Now we can drop some science on those fools. Things are finally looking up. Und ja, ab jetzt dürfen wir selber dieses Tech-Battle-System benutzen. Da hätte ich doch lieber noch ein bisschen was gebaut. Aber egal. I won! Here. Also das ist einer von seinen blöderen Winning-Sprüchen. Der beste ist der mit Take That, Loser.